Moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge The Infected. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stellen uns mal oben drauf. Haben wieder ein bisschen was zu tun hier. Ja, danke. So, neue Bäumchen sind da. War mal wieder ein sehr, sehr geiler Livestream gestern. Kann ich nur sagen. Sehr, sehr geil. Wir haben hier oben jetzt alles angepflanzt. Das können wir mal gerade zeigen. Hier ist überall Zeugs jetzt drin. Ein paar Kartoffeln, Wassermelonen, Gurken und Mais. Alles, was wir brauchen. Wir können jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Wir haben auch einen zweiten Extraktor fertig hier. Für Aluminium. Jetzt gab es einen kleinen Zwischenpatch, ja. Und zwar kann man diesen Extraktor jetzt auch, ich zeig's mal auf der Map, hier irgendwo hinstellen. Irgendwo. Nur halt nicht auf diese Spitzhacken, wo halt dedizierte, sagt man das so? Dedizierte oder halt immer nur eine Form von Mineralien ist, ja. Wir wissen es ja, Kobalt, Aluminium und so weiter. Jeder hat gerade ein bisschen Denkprobleme, ne? Kupfer. Wenn man den hier außen hinstellt, kriegt man jetzt auch Eisen raus, ja. 40% Eisenbruchstücke, 40% ganze Eisenblöcke und 20% Steine. Ja, das werden wir natürlich gleich mal testen. Wir gucken mal, was hier drin ist. Hier ist nur Kohle und Steine drin. Das heißt, wir nehmen den jetzt mal, auch wenn wir eigentlich Aluminium brauchen, ja. Aber wir wollen das halt mal testen. Wir laufen jetzt mal raus und stellen ihn irgendwo hier hinten hin. Wir müssten jetzt schon hier raus sein, oder? Ja, wir müssten raus sein. Wir müssten definitiv raus sein. Schauen wir mal, hier. Einfach hier hin. Hier oben so drauf stellen wir den. Stellen wir ihn mal hier oben drauf. So, da kann er laufen. Und dann gucken wir mal, wie viel Eisen da rauskommt, ja. Hat einfach den Hintergrund, so wie ich gelesen habe, mal im Vorausblick auf Version 7.0 dann, ja, dass wir wohl sehr viel mehr Eisen brauchen werden und dass die Leute jetzt auch so viele Schmieden aufstellen, um halt die ganzen Steine einzuschmelzen und kleine Bruchstücke rauszumachen, ja, und die dann wieder zu großen Barren zu schmelzen. Es ist wohl auch vorgesehen für Version 7 dann eine größere Schmiede mit ins Spiel zu bringen. Das heißt, eine, wo wir mehrere dann einschmelzen können, schätze ich mal, war bisher nur ein kleiner Text zu finden. Also noch nichts Finales oder schon Bilder und so weiter, wo wir dann sehen können, wie das Ganze aussehen soll. Ja? Das leider nicht. So, also, weißt du Bescheid? Wir gucken gleich, ob wir da Eisen rauskriegen und Version 7 soll dann eine größere Schmiede kommen. Und da haben wir schon wieder Besuch. Okay. So. Gucken wir mal. Sehr gut. Gib mal her. Danke, danke. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Wir haben November. Das heißt, wir müssen uns etwas für den Winter vorbereiten. Haben wir hier schon übrigens, was wir festgestellt haben? Rüstung, Unterstand, Dach. Also wir können auch von außen hier hoch. Finde ich sehr, sehr gut. Dann können wir eigentlich mal gucken, was wir hier machen müssen noch. Aluminium, 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 Aluminium. Überall Aluminium. Also, sollten wir vielleicht wirklich erstmal gucken. Oder wir machen jetzt Trick 17 und lassen da oben den Eisenextraktor laufen und tun dann damit noch einen machen. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stück sind das. Ich hätte halt gerne auch mal genug Eisen für den Kühlschrank langsam hier. Den bräuchten wir auch. Und hierfür brauchen wir unbedingt noch einen Tisch. Da können wir gerade mal gucken. Platzierbares Möbel. Haben wir da irgendwie so einen schönen Tisch? Der ist ein bisschen hoch, ne? Könnte man aber so hinstellen, oder? Wir stellen das mal so hin. Mal gucken. Sollte passen. Sollte passen so. Der braucht wieder 2 Holzscheite, 6 Bretter. Guck mal, die Holzscheite haben wir hier. 1, 2 können wir jetzt gerade machen. Ding, ding. Und jetzt brauchen wir wieder 6 Bretter. Die haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke. Da ist nämlich auch der Tisch fertig. So, wunderbar. Ist zwar ein bisschen hoch, ne, aber besser als nichts. Besser als nichts. Hier haben wir noch 3 Meat-Stew, die können wir gerade essen. Dann sind wir nämlich schon über 100 Essen. Also hier über 100 Gesundheit. Das kriegen wir langsam mal ein bisschen hoch. Eins könnten wir noch machen. Trinken müssen wir. So, jetzt haben wir ja nichts mehr. Das heißt, wir müssen mal gerade das Wasser anmachen. Wasser da. Hier, den mal aus. 21. So, mach an.
Können wir unsere Flasche wieder voll machen. Dann wird oben auch nochmal gegossen gerade. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es ist halt im Moment alles so ein bisschen in der Warteschleife hier, weil wir halt so viel Aluminium brauchen. Und dann haben wir auch noch Pech im Moment und es kommen hier immer weiter Steine und Kohle raus und nichts anderes. Das ist halt echt ärgerlich. Echt ärgerlich. Aber was wir auch noch haben hier, wir haben endlich den Bauarbeiterhelm, so dass wir auch wieder Licht haben, wie man unschwer erkennen kann. So. Mach mal hier, mach mal hier. Oh, ist voll. 50 Knochen. Na dann, weg damit. Wir haben mehr als genug hier. Kein Mensch weiß mehr, wohin mit dem Zeug. Übrigens, falls ich mich hier ab und zu mal verklicke oder so, ne, oder daneben haue, dann liegt das daran, dass ich jetzt eine neue Tastatur habe. Und ich mich da noch so ein bisschen eingewöhnen muss. Na klar. Hat einen Pfeil im Kopf und ballert dir noch eine, ne? Hm, kann man gerne. So, da muss ich mich noch ein bisschen eingewöhnen. Weil die sehr viel kleiner und kompakter ist als meine jetzt, als meine alte. So. Aber die gibt halt leider langsam den Geist auf. Ein bisschen schade, aber so ist das. Ist nochmal ein Verschleißgegenstand, ne? Fisch klein machen. 1:40 Stunden. Bis er. Oh ne. Da können wir noch ein bisschen warten. Kohlekiste voll. Nope. Kann hier rein. Aber bitte ordentlich. So, der kann hoch, das kann dahin. 4 Stück, einer. Okay, und schon brauchen wir wieder 3. 1, 2, 3. So. Nee, hier geht's ja nicht mit alt. Muss der so reinwerfen. 5 kannst du reintun. Und einmal Aluminium. 2, 3. 4 und 5. So, dann kann der nämlich hier rein und muss auch wieder angemacht werden. Wieso ist das aus? 1, 2, 3. Dann nochmal rein hier. Ah, der Hirsch wieder. Warum machen die immer so einen Krach? Verdammt nochmal. Langeweile von Ede. So, das heißt, das kann brutzeln. Das kann brutzeln. Wir könnten jetzt mal hier. Machen wir mal. Na komm. Wir nehmen uns mal einen Batzen voll. Okay, was war das? Batzen voll mit Brettern hier. Einfach damit wir hier mal alles fertig bauen können. Nein. Nein. Ach, der braucht nur Eisenbarren, okay. Sonst auch alles fertig? Ja. Das ist doof. Kriegen wir die noch hier rein? Jawohl. Müsste leer sein, ne? Yep. Das Fett können wir noch irgendwo hinpacken. Geht das hier noch drauf? Ja, Gott sei Dank. Weil es ist immer so viel. Jetzt haben wir hier noch Platz. Können wir das da reinräumen. Heute wieder alles vorbereiten hier. Der hat noch. Ist noch am Sägen. Okay. Der Zaun hier übrigens. Den können wir auch viel, viel kompakter hier ran machen. Weil wir ja nicht so viel Platz brauchen. Jetzt wo wir wissen, dass wir es da oben drauf stellen können, ne? Man merkt das hier, ne? Guck mal. Die Tastatur, ne? Hier die Tastatur, die Tasten, die gehen so leicht im Moment. Deswegen hüpfe ich durch die Gegend, lauf mal seitwärts und. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. So. So eine neue Tastatur. Aber okay. So ist das Leben, so ist das Leben. Das haben wir eingesammelt, das haben wir eingesammelt, das haben wir eingesammelt. Wir könnten eigentlich bevor... Na gut, der Speer ist jetzt sowieso kaputt nach einem Fisch. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt wieder den Teich zugefroren haben. Hier könnten wir vielleicht noch einen Thunfisch sammeln da unten. Das wäre ganz gut. Guck, weg ist er. Dann müssen wir jetzt eh einen neuen basteln. So, den Boden hier können wir leider noch nicht machen. Der braucht Zement und für Zement brauchen wir den Zementmischer. Den haben wir nicht. Der braucht Strom. Dafür brauchen wir Aluminium. Ne? Das haben wir nicht. Doch, ich glaube einen Barren jetzt hier. Wow. Danke. Hier rein. 1, 2, 3. 2 Steine hat man schon eingesammelt. Das heißt, wir brauchen noch 4. 1, 2, 3, 4. Das wird übrigens so bleiben, ja. Solange man keine Extraktoren hat, muss man halt hier die Steine sammeln und die einschmelzen für die Bruchstücke, ja. Bis man dann den ersten Extraktor hat und den kann man dann halt außerhalb der
Mining-Gebiete stellen und dort halt dann auch Eisen sammeln. Soll angeblich jetzt schon mit dem Hotfix möglich sein. Wir werden gleich gucken, ob das Ganze geht. Naja, die Fische. Dann werden wir es sehen, wenn wir jetzt gleich mal da oben gucken gehen. Aber ich wollte es halt ein bisschen laufen lassen. So, jetzt brauchen wir noch ein Aluminium und dann ist das Ding auch schon wieder fertig. Die können wieder hier rein. Wir haben wieder zwei Stück. Sehr gut. Übrigens, es wäre mal ganz nett, ob, wenn du mir in die Kommentare schreiben würdest, ob du von der Tastatur was hörst. Weil es ist jetzt eine mechanische. Die machen ja sehr viel mehr Krach, leider. Aber ich muss sagen, ist butterweich und schön. So, gucken wir mal, was da so rauskommt. Da müsste jetzt überwiegend Eisen rauskommen. Schauen wir mal. Eisenerz. Also es funktioniert. Wunderbar. Dann lassen wir das so. Sehr schön. Dann kann der da Eisen sammeln. Wobei, im Moment brauchen wir kein Eisen, ne? Doch, es ist ja nicht mehr so viel. Es ist ja nicht mehr so viel. Die 20 dürften wir so gut wie voll haben. Dann können wir den schon da stehen lassen. Und dann bauen wir uns einfach noch einen neuen hier wieder fürs zweite Mal Aluminium. So. Das könnten wir noch hinmachen. Das könnten wir noch hinkriegen. Wo ist der? Hier, platzierbares Lager, Strom, Möbel, sonstiges. Irgendwo hier ist der da. Mineralextrahierer. Wir setzen ihn jetzt einfach so hier neben. Der andere ist ja auch schon hier. Vors Fenster? Ja, okay. Da wurden wir kurz unterbrochen. Mittlerweile friert es hier. Das heißt, wir müssen unsere Klamotten rausholen. 8 Bretter, die können wir auch drinnen holen. Und mal Türe zu. So, und das müsste dann auch schon Feuertaufe sein für unser Gewächshaus oben. Können wir direkt gucken. Jacke an. Hose an. So, jetzt sollten wir nicht mehr frieren. Gesundheit 60 von 104. Oh, oh. So, gucken wir mal. Jawohl, hier drin ist ja immer 23 Grad, glaube ich. 7,6. Okay, ja, 23. Dauert kurz, bis es umspringt, aber es funktioniert sehr gut. So, Durst, alles passt. Stimmt auch so. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das ist voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir das so machen? Wie viel haben wir hier? 15, 13. Zusammen mit dem hier hätten wir dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt schreit die Katze rum. Die hat auch wieder nicht mehr alle Latten am Zaun. Ach, ist das schön. Ist das schön. Weißt du, die ganze Zeit Ruhe in der Wohnung, ja? Sobald du anfängst aufzunehmen, klirr, peng, puff, krrr, kennt das wer? Du willst was machen, wo du Ruhe brauchst und schon ist Krach ohne Ende. Das ist immer so Murphy's Law. Ja, ist das noch nicht fertig? Nee, wird jetzt reingepackt. Aber es sind wieder zwei. Dann hätten wir schon mal 15. Dann wäre er ja schon so gut wie fertig. Wenn wir dann noch kurz warten, dass wir hinten die kriegen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, pack das mal hier rein schon mal. Hier, dann bin ich mal so frei und gehe nochmal hinten gucken. Eieieiei. Dokili dokili. So, bis Wambi-Horde dauert es auch wieder ein bisschen. Müssen wir gucken, wie das wird. So, nur Steine, nur Steine. Weißt du, 20% Chance für Steine. Und was haben wir hier? Steine. Ansonsten nichts. Absolut nichts, nur Steine. Ich habe echt das Glück gepachtet im Moment. Egal, wo ich was aufstelle, egal ob Aluminium, Kobalt oder sonst was, es kommen nur Steine raus. Das ist unglaublich. Unglaublich. So, pack die mal alle da rein. Bin drin. Jetzt hier rein. Bitteschön. Auch mal wieder drei. Jetzt können wir mal gerade ein bisschen Kobalt holen gehen. Also, es ist echt alles nur hier planen, planen, planen. Aber es muss sein. Es muss sein. So, übrigens, ich kann auch mal darauf hinweisen, wir haben im Discord jetzt auch eine eigene Infected-Sektion. Da kannst du gerne, wenn du möchtest, erstmal den Discord joinen, ja. Link ist in der Beschreibung.
Und dort kannst du, wenn du möchtest, deine Basis posten, sodass wir uns die mal alle angucken können. Vielleicht können wir ja ein bisschen was davon lernen, abgucken, wie du deine Basis so baust und so weiter und so fort. So. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Oh nein, Bär, Ruhe. Ruhe. Da, 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 da. Wir haben nur 60 Leben. Eieiei. So, Türe zu. Keine Ausdauer mehr. War ja klar. Alles da rein. Wunderbar. So. Der Steinpfeil, was ich mit dem Scheiß. Was will ich mit dem Scheiß? 3, 4, 5. Da ist dann schon wieder einer. Der raus. Kobalt. Kobalt. Hier noch zweimal Kobalt. So und so. Rein und rein. Danke. So, hier brauchen wir noch zwei. Dann auch da rein. Sehr gut, das heißt, hier kriegen wir schon wieder einen Eisenbock, dann haben wir schon wieder zwei, drei Stück. Dann wären wir bei 15, 15, 16. Heißt, vier fehlen noch. Also, wir kriegen es hin. So, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Sieht doch super aus, oder? Gefällt mir, gefällt mir. Was fehlt jetzt noch auf jeden Fall? Der Kühlschrank, ganz wichtig. Aber der ist halt, wie gesagt, sinnlos, solange wir keinen Strom haben. Für Strom brauchen wir halt überall Aluminium, 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 noch mehr Aluminium und noch viel mehr Aluminium. Und das kriegen wir halt nicht, weil da immer nur Steine drin sind. Steine, Steine, noch mehr Steine. Da ist ein Aluminium drin, damit müssten wir jetzt das andere Windrad noch fertig kriegen. Dann hätten wir wenigstens 100, lass mich nicht lügen, die machen 20, dann hätten wir 140. Das heißt, dann hätten wir 40 Überschuss. Könnten wir auch den Mischer schon anmachen. Rein theoretisch. Der Kühlschrank braucht 75. Uff, das noch nicht fertig. Diesen jetzt fertig. Sehr gut. Gib her. Aluminium rein. Her. Aluminium rein. Jawohl. So, und der kann da rein. Der kann hier rein. Haben wir das? Oh. Ganz, ganz nett. Ganz nett. So. Also. Ich bin neugierig. Ich will doch mal da oben gucken. Muss immer gucken, ob wir neues Eisen haben. Eisen, 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 Eisen. Wer braucht schon Kohle, wenn wir Eisen haben? Machen wir nicht Kohle, 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 sondern Eisen, Eisen, Eisen. Hier in dem Spiel. Essen, Essen, jawohl. Zumachen, raus. So, wie sieht's aus hier? Haben wir wieder ein Eisen? Also. Funktioniert jetzt, wie du siehst. Aber Voraussetzung halt, erst, dass man am Anfang dann die kleinen Steinchen einbrennt, bis man genug Eisen für den Extraktor hat. So, aber dann hätten wir jetzt einen Extraktor für Aluminium, einen für Kobalt, einen für Kupfer. Der zweite für Aluminium wird jetzt wieder neu hier gebaut. Und einen für Eisen oben stehen. Das heißt, wir haben jede Menge Extraktoren. Da könnte man bald überlegen, zu gucken, ob das hier reicht mit dem einen Ölsauger oder ob wir einen zweiten brauchen. Weil wir halt so viel Öl jetzt überall verteilen. Ja, auch wenn die eigentlich mit Biotreibstoff laufen könnten, will ich das jetzt nicht direkt machen. So und so. Der ist fertig. Der ist fertig. Hier kann auch wieder einer rein. Wunderbar. So muss das sein. Die zwei können hier rein. Gucken wir mal, die sind alle fertig, ne? Yep. So. Bing, dann ist der auch wieder fertig. Da fehlen jetzt schon wieder 10. Können wir mal einen reintun. Okay, es fehlen nur noch 9. Und somit hätten wir dann schon 140 Strom, ne? Ja, ne, da fehlt ein Kobaltbarren. Okay, ja, den kann ich jetzt noch schnell reinmachen. Das ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen im Stream. 16, 16:30 bis 20 Uhr, wie immer. Und ansonsten, ciao mit V, euer Ede.